Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir möchten jetzt erstmal hier dieses Fragezeichen erkunden. Wir machen jetzt hier wieder ein paar Fragezeichen und sind gerade bei der alten Eiche. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Ab in diese Richtung. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da alles so treffen. Und wir kommen mittlerweile auch in das Gebiet, wo die stärkeren Monster wieder zu treffen sind. Glaube ich zumindest. Wir werden es sehen. So, bewachter Schatz. Ah, ich sehe schon, von was es bewacht wird. Ein Riesengolem. Ein Erdgenius. Genio sind total schwach, weil die halt Wendekreis wie ein Panzer. Nee, Panzer haben gute Wendekreis. Wendekreis wie ein LKW haben, würde ich sagen. Alter, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber es ist machbar. Er ist halt nur relativ stark. Kriegen wir hin. Krass. Der tut einem weh, würde ich sagen. Krass. So ein Erdgenius ist ultra stark. Was der für Fähigkeiten hat. Ohne Witz. Wow, der hat einiges auf dem Kasten. Erdgenien. Für ihn ist das nicht gut gelaufen, für mich schon. Was hat der denn dabei? Blutschwert. Aha. Gucken wir mal an. Blutschwert. Ist ein Silberschwert. Hat deutlich bessere Werte als das andere. Das andere hat zwar Kälteschaden, aber dafür hat das Chance auf Bluten, Verstümmeln, kritische Treffer, Bonus und Chance. Gleicher Schadensbonus. Dann nehme ich die doch mal an, würde ich sagen, wa? Wenn das schon so gut ist. Warum denn nicht? Gibt es denn hier sonst noch was zu erkunden? Nee, ne? Nö. Nun denn, wo ist denn der nächste? Da. In diese Richtung. Da. Einfach den Weg folgen, glaube ich. Und immer das Silberschwert im Anschlag. Man weiß ja nie, ne? Da oben ist ein Turm. Bewachter Schatz. Yay. Noch ein bewachter Schatz. Warum denn nicht? Von was wirst du denn bewacht? Sag mal. Anscheinend von gar nichts. Doch, Sumpfschrulle. Okay. Ah, die ist einfach. Einfacher geht's ja fast gar nicht. Nun denn. Zerikantament. Klingt komisch. Was ist denn ein Zerikantament? Ein Silberschwert. Was relativ gut ist, wenn man auf Zeichenintensivität hofft. Allerdings weniger Schaden und weniger das, was ich haben will eigentlich. Also würde ich sagen, lasse ich das mal. Dann können wir da das nächste abklappern.
ab in diese Richtung irgendwo, ne? Ach, da ist eine Brücke. Seht mal einer an. Banditenlager. Ach, Banditen sind wir schon lange nicht mehr begegnet. Da ziehe ich doch auch mal meine Wache. Waffe. Meine Wache ziehe ich da, alles klar. Bist fast am Ende, was? Das war's mit euch. Alter, haben die hier Hunde umgebracht. Und das geht ja gar nicht. Das geht echt nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Das geht hier nicht. Gut, dass ich die getötet habe, bevor die sonst noch irgendeine Scheiße machen. So, jetzt will ich den da looten. Die natürlich auch noch. Und dann möchte ich mal kurz auf die Karte gucken, was wir denn noch zu tun haben. Wir haben das fertig, wir haben das fertig. Die da hinten, die beiden, also den auf jeden Fall kriegen wir wahrscheinlich nicht. Das war durch dieses Tor, was wir da gehen konnten, nicht durchgehen konnten, so. Das da könnte vielleicht machbar sein, aber erstmal mache ich die da. Und dann sehe ich weiter. Boah. Das heißt, in diese Richtung 200 Meter knapp. Ich würde sagen, ich verfolge. Ich folge jetzt erstmal hier den Weg und dann sehen wir weiter, ob wir da vielleicht hinkommen. Ich habe hier irgendwo Wölfe gesehen, ne? Wölfe mit Stahlschwert. Je nachdem. Das war's. Ja, wir sind mittlerweile so stark, dass die Wölfe kaum nur noch Schaden machen. Das finde ich gut. Ja gut, die haben auch voll das bekloppte Level. Für Level 5 ist es ja schon logisch, dass sie kaum Schaden gegen Level 20er wie mich machen. Ne? Also ich meine mal, wenn wir Level 5 wären und wir gegen einen 20er kämpfen würden, würden wir ja auch keinen Schaden mehr machen. Ne? Würde zumindest so Sinn ergeben. Da oben sind Türme. Okay. Da gehen wir gleich mal gucken, natürlich. Was es da auf sich hat. Was ist das hier für ein Turm? Wenn wir schon mal dabei sind, werden wir auch hier alles erkunden. So. Ah, guck mal einer an. Scheuklappen. Scheuklappen können wir auch gleich mal gucken, ob wir die mittlerweile ausrüsten können für Plötze. Weil ich glaube, Scheuklappen hatte Plötze nicht wirklich gute. Ich glaube, das waren eher mehr so zweckmäßige. Müssen wir mal gucken. Das sind 40er und wir haben an 40er. Alles klar, dann ist das zumindest aktuell. Nun dann, wo kommen wir denn hier hin? Ich sehe schon, wir müssen da oben ist... Oder beziehungsweise da oben wird das angezeigt. Zwar, dass da was ist. Nur was da ist, das weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Das ist auch eine große Energiequelle, hört sich so an. Das hört sich nach einem Troll an oder so. Wivern. Du bleibst hier. Da will der doch abhauen, ey. Ich glaub's ja nicht. Der bleibt definitiv hier. Der darf nicht abhauen. So, was haben wir denn hier für einen Schatz hinterlassen? Herr Wövern. Okay. Naja. Mehr oder minder hat sich's gelohnt. Da ist noch einer. Noch ein Wövern. Nur dann. Speichern und dann machen wir uns auf den Weg. Ne, das ist kein Wirrwarr, das ist ein Zyklop. Oder ein Troll. Ich weiß es nicht. Was bist du? Herr Zyklop. Level 19. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah.
Ah, er kann sich kaum bewegen. Zyklopen, Bestiariumseintrag hinzugefügt und er rollt den Berg runter. Hey. Hast du was gedroppt, kleiner Mann? Zyklopenauge. Ist nicht gerade lecker. Der Wind heult. Aber was will man machen? So, was haben wir denn hier? Schönes. Gewirr. Definitiv müssen wir dann auch mal bald wieder verkaufen. Wir haben mittlerweile jetzt wieder so viele Sättel und was anderes alles eingesammelt. Oh, Bärenrüstung. Und zwar meisterlich gefertigte. Das ist die das bessere Schema schon. Und vor allen Dingen alle Schemas waren das, ne? Es war nicht nur eins. Das war gut. Würde ich meinen. Das war echt gut. Gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Auf der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwo was finden. Da zum Beispiel. Weil wenn wir hier schon mal sind, dann ist es für immer... Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Alles klar, Geralt. Dann gehen wir halt da nicht lang. Nun dann. Gucken wir uns mal kurz ein bisschen an, was wir alles aufgesammelt haben. So, wir haben erstmal das aufgesammelt. Ist eine Stahlwaffe. Die Kritschtrefferbonus weniger hat. Chance. Auch. Es ist im Endeffekt schlechter, um es komplett zu sagen. Plötze, was hast du da? 55? 45? 55 ist in Ordnung. Haben wir ja derzeit auch gerade an. So, dann gucken wir mal kurz auf der Karte, wenn wir schon mal dabei sind. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? Wir haben da noch einen. Und da, ich würde mal sagen, wir machen das. Das können wir, glaube ich, noch nicht machen. Dafür würde ich sagen, gehen wir nach Erzdorf. Von Erzdorf mit dem Boot dahin schippern. Bleibt uns ja fast gar nichts anderes übrig im Endeffekt. Oder vom Waisendorf, ne? In diese Richtung und dann da lang. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Nee, wir sehen mal. Erstmal reisen wir ein bisschen. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim Waisendorf. Das ist ein bisschen schneller dran. Denke ich mir mal. Na los, speichern, so. Dann können wir weitergehen. Zwar in diese Richtung. Das sind knapp 300 Meter bis zu dem Ziel. Okay, das dauert ein bisschen. Allerdings haben wir dann auch den letzten Fragezeichen hier in der Umgebung erkundet. Es sei denn, wir zählen das andere da mit, wo wir noch nicht hinkommen. Aber das zähle ich ja momentan nicht mit, weil wir da noch nicht hinkommen. Weil das wahrscheinlich irgendwann eine Quest sein wird. Gehe ich mal stark davon aus. Weil es stand verschlossen, Schlüssel benötigt. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass man mit einem Schlüssel irgendwann da mal reinkommt. Nur wann ist immer die Frage. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ja, wo denn? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Wo willst du hier das Auge benutzen, Geralt? Wo willst du hier das Auge benutzen? Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Ah. Okay. Was ist das, Geralt? Was hast du da? Du hast da Pfotenabdrücke, ne? Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Kann das sein, dass das die Höhle ist, die damit gemeint war? Aber da waren wir doch schon. Hey, warte mal. Ist das nicht die Hütte, wo der Bauer hier wohnte?
Nee, ne? Die ist weiter nach da hinten, ne? Ich glaube. Bin mir gar nicht so sicher. Nun denn. Wir sind übrigens gleich da. Nur so als Anmerkung. Doch, was uns da erwartet, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen was lesen. Und dann war's das auch für diese. Was haben wir denn da? Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizende Metze mit humorvollen Gravuren. Einmal ging Muriel mit ihrem Kindermädchen auf Reisen, um ihr Tentchen in Maribor zu besuchen. Auf dem Weg kamen sie durch einen Wald und dort hauste eine berüchtigte Räuberbande, deren Anführer war Flynn selbst. Und alle Männer des Königs hatten die Bande nicht dingfest machen können. Und ach, zu Muriels großem Unglück beschlossen die Räuber, ihre Kutsche anzugreifen. Muriels Kindermädchen war alt, blind und taub. Es erwachte nicht also vor der Kutsche ein Baum mit lautem Krach auf dem Weg stürzte. Und auch nicht, als die Banditen sich einem wüsten Kampf mit den Wachmännern lieferten. Als Flynn mit seinen muskulösen Armeen die Kutschentür aufriss und in die Kutsche trat, musste Muriel allein mit der Gefahr fertig werden. »Mach es unseren Gast bequem, junge Dame«, murmelte die Alte im Schlaf. Muriel führte die Anweisung gehorsam aus. Oh Gott. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzungen. Eine Studie. Jeder hat schon Furunkeln gesehen, meist mehr als ihm lieb ist. Diese Abszesse beeinträchtigt nicht nur die Schönheit, sondern können auch Anzeichen von Krankheit, ja sogar deren Ursache und Epizentrum sein. Wenn die Lunge pfeift und das Herz flattert oder man den Furunkel einfach leid ist, kann man ihn einfach abschneiden und die Sache ist erledigt. Zum Abschneiden eines Furunkels verwende man ein scharfes Messer, das man gründlich von einem Hund hat ablecken lassen. Hundezungen wirken Wunder bei der Wundheilung. Dann gilt es beherzt und mit ruhiger Hand zu schneiden, wie man einen Käse schneiden würde. Zuletzt kauterisiere man die resultierende Wunde rasch mit einem rotglühenden Eisen. Tränen und Schreien werden man keine Aufmerksamkeit. Man sammle Eiter, Schleim und sonstige Flüssigkeit in einem Gefäß, entleere es in einer Grube und schaufle diese zu, damit die Krankheit nicht zurückkehrt. Würde ich sagen, ne? Nun gut, in der nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.